Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Among Us. Diesmal sind mit dabei Hardy. Hallihallöchen. Steven. Hallo. Tamesis. Hallo. Und Silas. Hallo. Und ich würde sagen, wir starten einfach direkt mal rein. Oh ja. Heute sind wir in einem schönen Chemielabor. Und wir müssen uns muten. Bis später. Bis später. Also jetzt sind wir erstmal hier im Chemielabor. Das ist eine neue Map, nicht dieselbe wie letztes Mal. Und schauen, wo gibt es hier schöne Tasks. Ich kann nicht mehr sprechen. Ich suche gerade mal diese Tasks hier. Hier unten ist ein Monitor. Den muss ich aufheizen. Auf 319 Grad Celsius. Damit der Task completed ist. Und mal schauen. Wo ist der nächste Task? Der ist direkt hier unten in diesem Raum. Komm, geh auf Tür. Hä? Tür. Hallo. Was? Okay, da ist schon jemand. Wie es aussieht, hat sich das alles erledigt schon. Dann wollen wir mal schauen. Ich muss nach unten. Hier. Der nächste Task. Download. Okay. Ja, wer kennt es nicht, genauso wie bei Windows. Einfach die Download-Balken. Und als nächstes in dem Raum oben drüber. Hier. Ja, und da wird's geuploadet. Ja, und gedauert auch nochmal ewig. Obwohl, bei das Internet auf dieser Raumstation ist recht schnell. Der nächste Task ist da drüben. Okay, dann gehen wir mal dahin. Ah, ich muss in diesen Baumraum. So, hier. Dann das muss höher, das muss viel weiter runter und das muss wieder höher. Ja klar, Radiation muss immer runter, das ist irgendwie logisch. Und es gibt keine Tasks mehr, gut. Schauen wir mal. Ach, es gibt wieder das Reset, Seismic. Ah, das ist gegen Erdbeben. Ja? Okay. Gibt es wieder Tasks? Nein. Es gibt einfach keine Tasks mehr für mich. Ich bin zu gut. Hardy war also das hast du gerade richtig gut gemacht, Hardy. Ich wusste es. Dankeschön. Alter Schöne. Das war meine erste Runde als Imposter. Ich bin schon immer weggelaufen von dir. Und dann war ich gerade so in die Aufgabe vertieft und ich hab mich schon sterben sehen. Ey, ich hatte so Schiss bei der einen Stelle, wo ich, glaub, Silas gekillt hat. Da hatte ich so Schiss, dass du siehst, wie ich das gemacht hab, ne? Und hab schon gedacht, oh ja, jetzt bist du gleich ausgemordet, jetzt vorbei. Ich hätte halt überhaupt nicht gedacht, dass du das wärst. Ich weiß gar nicht warum, ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass du der Imposter bist. Also ich hatte dann ja, als ich jetzt gerade die Aufgabe gemacht habe, schon gesehen, dass Tamesis da tot liegt und hatte euch vorher zusammen gesehen. Deswegen dachte ich mir das schon, aber ich wusste nicht, dass alle anderen schon tot sind. Ich habe noch gelebt. Aber das sind die Momente, wo du einfach deine Diskussion starten kannst, ne? Man kann es ja dann absprechen. Okay. Aber, ja, okay. Ja, es ist tricky. Es ging voll schnell. Auch gut gemacht, das muss man sagen. Vielen, vielen Dank. Dann auf in die nächste Runde. Mal schauen, ob es jetzt ein bisschen länger geht. Ja. Dabei sind wir schon einer mehr. Also, bis gleich. Bis gleich. Jetzt bin ich mal gespannt, wer es diesmal sein wird. Hier ist das erste Mal. Geh hoch. So. hier muss ich lang. Da rot, blau, gelb, lila. So, und dann als nächstes geht's da runter. Hier auch wieder blau, lila, gelb, rot. Dann muss ich nach dort hinten, okay. Inzwischen habe ich so ein bisschen den Dreh raus, was ich machen muss. Also es ist hoffentlich besser als in der letzten Runde. Der typische Windows-Download wieder. So, und dann ich direkt darüber. Die Temperatur hoch. Dann nach dort oben. Warte, wie komme ich da hin? Okay, ich weiß, wie ich da lang. Oh. Oh, schön, ich bin tot. Ach ja, ich mache einfach meine Tasks. Oh nein, der Hund ist tot.
Oder ist der noch drin? Nee, der... Hallo, bewegst du dich? Och nein! Das ist traurig. Irgendwie, dass ich tot bin, das wäre irgendwie ziemlich egal. Aber dass der kleine Hund tot... Wen? Ja. Ja, oh. Ich bin tot. Ausruf. Gut, sie war rechts an dem Lavasee. Wo seid ihr denn? Also ich bin gerade unten links und laufe auf dieses Ding zu, um das zu deaktivieren. Ich bin irgendwo oben rechts. Okay. Wir sind aneinander vorbeigelaufen. Ja, stimmt. Genau, und ich bin unten links und habe gerade diese Stromnetze gemacht, diese Kabeln. Okay. Ich glaube, es ist noch zu früh. Ja, mir ist auch überhaupt keiner irgendwie aufgefallen, den ich... Samesus. Ja. Nein, ich weiß, keine Ahnung. Oh Mann. Na gut, dann machen wir erstmal Vote, ne? Also es gibt Vote. Es gibt Vote, genau. Okay. Alles klar. Gut. Dann bis später. Bis später. No one was ejected. Skipped. One imposter remain. Okay, ich mache einfach mal meine Tasks zu Ende. So, Upload. Schön, dass ich als Geist immer noch dieses Tablet, auf das ich vorhin meine Daten runtergeladen hatte, behalten kann. Dann darüber. Jetzt komme ich zumindest schneller durch die Wände. Man muss alles positiv sehen. Blau, lila, rot, gelb. Dann ist noch was. Oh toll, meine Tasks sind oben. Och nein, der liegt immer noch hier. Den hat niemand mitgenommen. Oh. Muss das da retten? Hä, hey, warum? Ach so. Ja, okay. Also als Geist kann man das anscheinend nicht machen. Okay. Eigentlich müsste Hardy mich ja jetzt auch sehen. Als Geist. Ja, er wurde gefunden. Vermutung also falsch, es ist nicht Hardy. Nee. Also Silas war mit mir ziemlich viel zusammen, ne? Und es ist nichts passiert. Ja, auch einfach immer lieb. Steven, was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Die ganze Zeit im Meetingraum, wo der Emergency-Button ist und hab gewartet, bis irgendwas passiert, weil ich fertig mit meinen Aufgaben bin. Gerade aneinander vorbeigelaufen. Ja, okay, bis dahin war ich in dem Raum. Okay. Außer als dieser Explosion bevorstand, da, nee, Quatsch, das Erdbeben war das, glaube ich, da bin ich dahin gelaufen, zu dem rechten von den zwei. Wer war links? Keine Ahnung. Die sind so weit voneinander entfernt, das sieht man nicht. Ich war links, ich wollte nur prüfen, ob Tamesis jetzt lügt. Wo ist denn Hardy? Also wo liegt er denn? Ja, der ist ganz links, da wo ich die ganze Zeit meine Aufgaben mache. Und ich habe ihn, das ist Wahnsinn, ich habe ihn nicht mal gesehen, ich hätte ihn schon wieder fast übersehen und sah dann, dass der Report unten rechts aufploppt. Dann denke ich mir noch so, dann bin ich noch dreimal rumgelaufen, wo der liegt, mit seiner schwarzen Leiche fällt einfach nicht auf. Und dann dachte ich mir so, oh! Hardy! Ich dachte nämlich schon fast wieder, dass es Hardy ist, eigentlich. Was macht man jetzt? Votet man jetzt für irgendjemanden, oder wie? Mal schauen, was sie machen. Das ist das Beste, weil wenn jetzt noch einer getötet wird, haben die Crewmates automatisch verloren. Ja, also... Ich bin mir halt auch nicht sicher, ob Silas mich nur nicht umbringen konnte, weil der Cooldown von Hardy noch da war, ne? Ja, wahrscheinlich ist es so. Gleich ist das Voting vorbei. Nein, keine Ahnung. Ich muss erstmal, wie vote ich denn jetzt? Nein, wie vote ich denn? Einfach. Okay, schade. Oh Mann, ich sehe schon wiederkommen, es ist wieder Tamesis. Nee. Nee, okay, cool, dann nochmal. Ja, ich dachte mir, der läuft nur neben mir, aber nachdem du jetzt gesagt hast, es wäre jetzt besser, jemanden zu voten, wusste ich, es ist Silas. Wer hat das gesagt? Steven? Achso, okay. Das war der Satz. Der hat dich gerettet. Ich dachte nur so über Silas, und zwar, er kam aus der Richtung, wo Hardys, Tameses Leiche war am Anfang. Sabrinas Leiche, ne? Sabrinas. Ja, ich dachte, dass du mich da schon überführst. Ja, aber ich war mir nicht sicher, du hättest ja auch von geradeaus kommen können. Ja. Das war so lustig, fand ich, Steven, wo wir die ganze Zeit an dem Tisch standen. Ich dachte mal, du bist das und wollte halt warten, bis du was machst und dann schnellst du im Knopf rennen und dabei haben wir uns dann gegenseitig verurteilt. Aber so geil. Das gleiche habe ich auch getan. Nur bei dir gemeint.
Oh, geil. Mein Geist hat einfach den Mord an Hardy beobachtet. Oh. Also ich dachte mir schon so, oh, das ist Silas, der läuft da so rum und irgendwie so ohne Zenz so. Und ja, dann wollte ich gerade die Aufgabe anfangen und dachte mir so, nee, so wollte gerade wegrennen und dann hat er mich gekriegt. Ja, also das habe ich gemerkt. Ja, es war aber auch, ich hätte dich töten müssen, so ich hätte, wenn ja, ich dich jetzt laufen lassen hätte, dann hättest du mich ja gehabt. Christus. Ja, war gut, für erste Runde Imposter war not bad. Dankeschön. Ja, es war richtig gut. Aber was ich traurig fand, dass mein Hund dann tot da weiterhin auf dem Boden lag, fand ich sehr traurig, weil ich hätte nicht gedacht, dass der auch stirbt. Ich dachte, der steht dann vielleicht irgendwo rum, aber der ist echt da tot gelegen und ihr habt ihn nicht mal mehr weggeräumt. Das hat mich irgendwie innerlich schwer verletzt. Ja, also in Zukunft, wenn ich nochmal sterben sollte, kümmert euch bitte um meinen Hund. Okay. Mhm. Ich dachte, das wäre klar, dass man sich dann um den Hund des Verstorbenen kümmert. Ich hab dich nicht mal gesehen und deine Leiche, keine Ahnung. Ich sehe keine Leichen. Ich kann keine Leichen sehen. Es war wirklich so, Hardy liegt direkt vor mir und ich sehe ihn einfach nicht. Das ist mir aber auch schon oft passiert. Als du, glaube ich, in der Luftschleuse warst und meine Leiche nicht gesehen hast. Stimmt, ja. Oh. Aber du wirst nicht keine Leichen sehen. Aber nicht nur Tamesis, es sind ja, glaube ich, 2 oder 3 Leute einfach an dir vorbeigelaufen und haben es nicht mitgekriegt, gell? Oh. Aber Tamesis, das war so witzig, du hattest ja gesagt, das kann auch einfach darin liegen, dass dieser Kill-Encounter dann noch war. Der Counter, das war halt richtig oft bei mir so. Ich war dann immer so, den hole ich mir jetzt. Oh fuck. Okay. Das ist bitter, ne? Ja, ich dachte, das sind vielleicht so 5 Sekunden, aber das ist ja richtig lange. 30 Sekunden, ja. Und 45. Was? Ich habe ja gefragt, soll ich es bei 45 lassen? Ach, das ist das. Ah, ja, okay. Ja, aber das ist eh gut. Das ja, auf passt. Jeden Fall. Okay. Ja. Naja, ich hoffe dann, dass euch die Folge gefallen hat. Auch wenn wir leider unseren Hund verloren haben. Aber er wird in der nächsten Runde bestimmt wiederbelebt. Das ist einfach so. Naja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schaut unbedingt bei den anderen vorbei, die sind in der Beschreibung verlinkt. Und dann tschüss, bis zum nächsten Mal.